Ja, hallo Outdoor- und Wanderfreunde und herzlich willkommen bei der neuen Wanderung mit Adventure Trails. Ja, ich befinde mich mal wieder in der Südeifel, um genau zu sein im Ort Verschweiler. Und hier startet die Tour 60. Das ist eine Rundtour, 10 Kilometer lang ungefähr. Ist als sehr einfach beschrieben, deswegen halt einfach mal eine ganz einfache Tour für alle, die vielleicht nicht so gut konditioniert sind. Und wenn ihr Lust auf eine schöne Wanderung habt, dann kommt mit. Ja, mal für euch noch so ein paar Infos zur Wanderung. Wir sind wieder in Verschweiler gestartet. Die Tour 61 blende ich euch mal hier oben ein. Die sind wir schon mal gegangen, auch sehr schön gewesen mit vielen Felsenpassagen. Und ja, heute die Tour 60 halt. Und die ist angegeben mit ca. ja, 9,9 Kilometern. Also kann man sagen, rund knapp 9 Kilometer startet mitten im Ort. Da habe ich jetzt beim Kindergarten, glaube ich, war das geparkt. Da war ein großer Parkplatz an so einer Turnhalle. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe auch hier wieder auf schöne Felsen. Und ob wir die finden, seht ihr halt jetzt im Video. Nochmal so eine kleine Zeckenprävention für ja, alle, die neu auf dem Kanal sind. Denkt immer daran, wenn ihr hier wie hier durch so hohes Gras lauft, jetzt gerade in dieser Jahreszeit hier, sind die Biester ganz schlimm, dieses Jahr auch ganz viele unterwegs. Denkt immer mal dran, streift zwischendurch mal die Hose ab und eure Arme ab, das ist schon präventiv eine schöne Maßnahme und ja, beugt schon einige ein bisschen vor. Ja, Leben in der Lage. Hier hinten ist der Weg gesperrt wegen Forstarbeiten. Dann heißt, ich laufe jetzt nochmal zurück. Ich habe gerade in Outdoor Activity mal geschaut. Und da gibt es hier parallel noch wohl nochmal einen Weg, wo ich wieder auf den eigentlichen Wanderweg komme. Daher ist nie verkehrt, wenn man noch einfach so ein ja, Wanderprogramm oder Google Maps auf dem Handy hat, wo man sich einfach mal schnell eine neue Route suchen kann. Gerade da so ein Wanderprogramm, die sind meistens ein bisschen besser, weil die dann auch die kleinen Waldwege eingezeichnet haben. Thank you.
hier ist noch so eine kleine Kunstinstallation, kann man sagen, überall so Pins angebracht, Bleistifte, wenn man so will. Und mit diesem Pendel kann man da verschiedene Richtungen anvisieren. Wenn man sich dann bei den jeweiligen Podeste stellt, die hier verbaut sind, schaut man halt in verschiedene Richtungen. Eins geht in die USA, eine Stadt, der andere nach Brasilien und eins nach Rumänien. Hier zum Beispiel auch von Rumänien, dann interessant, steht hier dabei, dass ja, die Leute hier aus der Region teilweise im Mittelalter dahin abgewandert sind, um da auf Feldern zu arbeiten und so. Und sich da bis heute noch so ein bisschen dieses Moselfränkisch erhalten hat in ja, gewissen Regionen halt. Also ganz interessant, man kann wieder was lernen und ja, kleine schöne Installation. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Tour. Ich bin zurück in Perschweiler. Ja, die Tour ging diesmal nur 10 Kilometer. Ist natürlich schon eine Strecke, allerdings war wirklich alles eben. Es gab keine merkbaren Steigungen oder Höhenunterschiede, weil man komplett auf dem Plateau geblieben ist. Leider gab es dann auch keine Felsen zu sehen, deswegen. Aber es war eine schöne, ja, abwechslungsreiche Tour, muss man sagen, weil der Wald sich verändert hat. War ein sehr schöner Wald, durch den man gegangen ist. Waren halt alles breite Wege, daher auch für Einsteiger, Anfänger geeignet, ohne Wanderausrüstung. Also ihr braucht da wirklich, ihr könntet da ja, mit Sportklamotten, mit den Straßenschuhen laufen den Weg. Sehr schöne Wälder, wie gesagt, aber auf flachen, ebenen Wegen, nicht anstrengend für Leute, die vielleicht nicht so viel Kondition haben oder so. Auch alles machbar mit ja, Buggy, Kinderwagen, Bollerwagen, wie auch immer. Ist ein kleiner, schöner Ausflug, wenn man hier aus der Region kommt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt ein bisschen kürzer war wie sonst. Und ich sage bis zum nächsten Mal, euer Sebastian von Adventure Quests.